Einerseits hat die Krippengeschichte in seiner Arbeit und insgesamt hat er den Platz, also war das eher eine Kindheitserinnerung. Er wollte eigentlich an die Kindheit der Obdachlosen erinnern. Das war jeder, also ich habe das so verstanden, dass es jeden treffen kann. Dass er an die Kindheit der Leute erinnern möchte, die dort schlafen. Das wurde mit aufgebaut und